Schönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei Thronefall. Sehr schön. Guckt euch das mal an. Wir können... Oh, wir haben hier alles freigeschaltet. Das haben wir uns schon mal durchgelesen. Unzerstörbare Minen. Deine Minen sind unzerstörbar. Ja. Und was haben wir hier? Göttersalbe. Du regenerierst Gesundheit 120% schneller und die Verzögerung, bevor deine Gesundheit Regeneration einsetzt, wird um 50% reduziert. Das ist ja jetzt eigentlich schon relativ zügig, aber es wird dann noch besser. Ich möchte persönlich das zuerst machen mit dem Bogen, weil da die Gegner so deutlich stärker sind. Das hier geht zwar, ne? Die Gegner sind 75% schneller und die Gebäude werden nicht so schnell repariert. Ist okay, also die werden nur um 25% pro Tag repariert. Finde ich aber nicht so schwierig wie mit dem Bogenschützen. Und Gegner, die 75% mehr Leben haben. Und zudem in den ersten drei Nächten werden 100% mehr Feinde erscheinen, die 25% schneller spawnen. Aber wenn du gewinnst, erhältst du 20% mehr Punkte. Ja, okay, versuchen wir es. Wird absoluter Irrsinn. Aber nee, das nehmen wir nicht. Ne? Wir nehmen, verursachen mehr Bams. Und das müssen wir nehmen. Müssen. Ja. Wir müssen halt auf Geld gehen. Wir müssen dafür sorgen, dass unsere Türme schneller schießen. Deine Türme haben eine höhere Reichweite und verursachen 33% mehr Schaden. 33% ist schon okay. Wir versuchen es. Ich bin mir nicht sicher, ob das was wird, aber ich lasse mich auch gerne überraschen. Vielleicht muss ich einfach nur die Art, wie ich das, wie ich mit dieser Konstellation spielen muss, herausfinden. 14. Gleich 14. Die Dinger sind auch gleich tanky, ne? Sehr schön. Und wir sind quasi ein Schiss in der Landschaft. Scheiße. Uiuiuiui. Da. Habt ihr gesehen, was er uns an Schaden reingedrückt hat? Wow. Komm schon, greif mal einen anderen an. Ja. Kommt mal bitte her. Ja, wir müssen sie halt so ein bisschen ablenken. Ei, das war nicht gut. Nicht einfach reinlaufen. Wir müssen sie besser ablenken. Wir machen einfach nochmal schnell einen Neustart. Nochmal neu starten. So, wir bauen einmal dich. Ich möchte keinen Turm bauen, noch nicht. Erstmal möchte ich ein bisschen Geld generieren. Stimmt, wir rufen euch. Pow. So, eins ist down. Das ist gut. Und viel, viel häufiger in den Nahkampf gehen. Genau. Komm. Komm zu mir. Sehr schön. Sehr schön. Kommt her. Was? So, ey, das geht nicht. Die haben mich schon wieder einfach so weggesnackt. Das geht absolut nicht. Da sind immer noch 6 Stück über, ne? Fuck. Ich möchte nicht. Und da kann ich noch keins bauen. Ey, dann mache ich mir gleich 2 Häuser, ne? Ja, ich weiß, es ist nicht ganz so vorteilhaft, aber ja, ist okay. Dann halt so. Kommt, greift mich hier an. Hallo, hier lang. Nicht weglaufen. Yep. Kommt her.
Ja, sehr schön. Den kriegen wir noch. Oh, 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 oh. Hey, hey, hey. Die machen mein Haar. Ach du Scheiße. Ja, alles klar. Noch ein Versuch. Wenn das jetzt, wenn wir nicht mal die erste Welle gewuppt kriegen, ne? Wir müssen die ersten drei Wellen, die werden richtig mies. Ja, kommt, kommt, kommt. Wow. Muss sterben. Zack. Dann haben wir drei. Hier. Fünf. Sechs. Gott, das wird nichts. Sieben. Das wird einfach nichts. Da können wir auch einen Turm bauen. Heftig. Vielleicht hätten wir uns auch Krieger. Wir hätten uns, glaube ich. Ja. Wir starten einfach nochmal neu. Ich glaube, wir müssen es komplett anders machen. Wir kriegen es auf jeden Fall so nicht hin. Nochmal versuchen. Okay, wir müssen uns also davon verabschieden, frühestmöglich Kohle zu machen, ja. Da kriegen wir nur Bogenhainos. Hier kriegen wir noch gar nichts. Hier gibt es nur einen Turm. Krass. Ja. Und ich brauche Jäger. Können wir machen, was wir wollen. Die sind dann aber auch noch weniger effektiv gegen Nahkämpfer, ne? Gut, na dann kommt mal ran hier. Wow. Sehr schön. Und die supporten aber doch schon ziemlich gut. Zack. Ja. Oh, was vier Jäger nicht alles so ausmachen. Aber das bringt uns ja nichts. Wir haben ja gleich noch nicht mal genug Kohle, um uns das Ding hier bauen zu können. Doch, wir haben drei Geld. Drei Gold. Nee, doch vier? Wieso haben wir jetzt doch vier? Ach ja, weil wir diesen Malus nicht haben, dass die Gegner kein Gold droppen, ne? Na dann. Wir sind alles, nur kein Tank. So, let's go. Sehr schön. Ach so, kommt mal und schießt mal mit. Es kommt mal aus deren Reichweite. Sehr schön. Pow. Unser Nahkampf ist auf jeden Fall kein Flächennahkampf. Ne? Zack, zack. Ja, dass die Viecher so viel Leben haben, ist echt nicht gut für uns. Na, heilt das noch ganz? Eigentlich schon, ne? Ja. Jetzt kommen acht Bogenschützen. Alter Falter. Acht Stück. Armbrustschützen vor allem. Nicht nur einfach Bogenschützen. Armbrustschützen. Die machen uns, glaube ich, ein Hit und wir sind down. Ja. Wir versuchen es. Jetzt wenigstens irgendwie. Wenigstens lassen die Gegner ein bisschen Gold fallen. Ihr seid mein Puffer. Und jetzt können wir starten, ne? Pow. Oh, nicht auf mich. Genau, nicht auf mich. Holy. Oh, jetzt müssen wir die aber gut halten.
Das Gute ist, wir haben eine höhere Range als die. Das Schlechte ist, die machen halt brachial viel Schaden. Ei, der Witzka, genau das meine ich mit brachial viel Schaden. Oh, bitte, haltet sie auf. Oh nein. Können auch in den Nahkampf gehen, oder was? Oh, nee. Und dann hauen wir auch noch daneben. Bisch. Macht ihn kalt, bevor er das Haus kaputt macht. Zack. Alter Falter. Das war ein hartes Stück. Wir können noch nicht mal upgraden. Eieieiei. Aber jetzt kommen wieder normal viele Gegner. Ja. Jetzt ist das Spiel wieder wie vorher. Nur, dass die Gegner ein Dreiviertel, plus Dreiviertel Leben dazu haben. Ja. Wie soll das bloß gut gehen? Eieieiei. Zack. Ja. Zack. Ob das so gut war? Und kommt. Ja, natürlich greift mich keiner an. Hätten wir auch das Gold für einen Turmbau ausgeben können, ne? Gold. Müssen upgraden. Jeden Morgen wird ein Level 1 Haus automatisch zu einem Level 2 Haus aufgewertet. Ja, das sollten wir vielleicht nicht machen. Das brauchen wir auch nicht. Wir sind nicht tanky genug. Angriffsschaden und HP. HP brauchen wir eigentlich gar nicht. Ne? Deine Abklingzeit für automatische Angriffe ist um 100% länger. Du verursachst... Achso, unser normaler Angriff. Das ist nicht dieser Spezialangriff, sondern der normale Angriff. Schießt langsamer, macht aber noch mehr Schaden. Okay. Nehmen wir mit. So, meine Freunde. Wir kümmern uns gemeinsam um den Feind. Die sind aber so squishy, ey. Halleluja. Baue ich das hier hin? Oder bauen wir das da hin? Ich glaube, ich baue das erstmal als erstes hier aus. Ja. Na dann, let's go. Greif ihn an. Ja, sehr schön. Wow. Dem Ding können wir dann einen Nahkampfangriff nach dem anderen geben. So, müssen die Leute schön weghauen. So, jetzt müssen wir da drauf gehen. Aber unser Schaden ist echt sehr, sehr gut. Wir sind ja quasi schon ein lebender Turm, ne? Das ist schon mal nicht schlecht. Also es geht, ne? Aber es ist halt irgendwie nicht so das Gelbe vom Ei. Aber das liegt daran, dass die Gegner das halt mit diesen 75% mehr Leben schon doch ziemlich krass sind. Ich weiß nicht, ob wir in die letzte Welle damit kommen, ne? Das könnte echt knapp werden. Da kriegen wir jetzt gleich mal 10 Gold plus, ich glaube, 5 Gold für die Goldmine jetzt. Ja, diese Kröte, die sich da ständig im Hals festhält. Oh, sehr lecker. Köstliches Wasser. Jo,
Jetzt geht's auch gleich viel besser. Ab in die letzte Runde, ne? Pow. Ja, One-Hits. Sag's doch, die können wir alleine halten. Können ruhig kommen. Aber unser Pfeil One-Hit. Zack. Sehr schön. Und es gibt auch relativ gut Gold von den Monstern. Jetzt geht's richtig. Na, was heißt jetzt geht's richtig? Eigentlich geht's erst richtig los, sobald die ersten großen Wellen kommen, ne? Ihr stellt euch mal bitte dahin. Dieses Ding muss auf jeden Fall hiervon mal aufgehalten werden. Von einem Türmchen. Wir müssen gucken. Hier werden wir auch ein Türmchen bauen müssen. Und wir werden das hier nochmal bauen. Noch mehr Jäger. Wir werden euch alle 8 Jäger hier brauchen, um das schnellstmöglich zu beseitigen, damit wir dann gemeinsam zu dem Feind nach unten können. Sehr schön. Gut, und dann nehmen wir den hier. Machen gleich auf Nahkampfschadenverteidigung. Fernkampfschaden, das sind halt nicht viele Wellen, wo überhaupt Fernkämpfer kommen. Deswegen sollten wir das hier vernachlässigen. Und besser ausweichen. Wir brauchen Kohle. Wenn wir was brauchen, dann brauchen wir Geld. Ne? Das bekommen wir halt nur, wenn wir auch was bauen, was Geld generiert. So. Zack. Ja, lassen wir es mal drauf ankommen jetzt. Ja. Zack. Die dürfen mich halt nur nicht treffen, nicht anschießen. Kannst du mal bitte hier auf die Armbrustschützen gehen, ja. Könnt ihr bitte... Oh, aus dem Spiel geklickt. Uiuiui, was? Ein Hit jetzt diesmal? Oder haben mich mehrere getroffen? Oh, ich hoffe nicht. Ja, nee. RIP. Ja. Es ist ein Hit. Ein Hit tatsächlich. Wir brauchen das nicht weiter versuchen. Das war ein Hit. Wir kommen hier gleich nicht mal weg. Wir werden instant sterben. So, hitte den mal bitte. Oder kriegen wir es doch noch irgendwie gewuppt? Ey. Wir machen den schon ordentlich Schaden, ne? Ja, aber ein Hit und wir sind down. Zack. Ja, die sind schon richtig stark. Nicht zu viele Häuser verloren. Aber jetzt geht's halt richtig... Ah, jetzt müssen wir das Ding hier kaputt machen. Bevor es uns kaputt macht. Das darf auf keinen Fall fallen. Alles, nur das nicht. Da haben wir einmal... Wie viel Gold verloren? 3 quasi. Und noch ein Häuschen. 4 Gold haben wir quasi verloren. Das... Ich glaube, das ist noch vertretbar. Das ist, glaube ich, noch vertretbar. Ah, nicht nur 4 Gold. Wir haben auch die Goldmine quasi verloren. Nicht quasi, sondern wir haben auch die Goldmine verloren. Scheiße. Die habe ich nicht mitgerechnet. Entweder waren es 5 oder 4 Gold. Noch mehr. Also 8 oder 9 Gold minus. Ach, mal gucken. Mal gucken, ob das was wird. So, wir haben noch trotzdem noch 39 Gold zusammengekriegt. Nächsten Tag haben wir 30% Widerstand. Wollen wir das schon skillen? Wir gucken uns mal an, was es hier so gibt. Also Updates, Kosten für Mauern und Türme. Die Updates-Kosten für Mauern und Türme werden jede Nacht um 1 reduziert. Niedriger als 1, die anfänglichen Baukosten bleiben unverändert. Okay.
Das heißt, umso früher wir das bauen, umso besser für uns, ne? Dann machen wir das. Damit sorgen wir, dass wir nach hinten hin nicht mehr so viel Gold brauchen. Dann bauen wir jetzt erstmal ein paar Türmchen. Die sollen uns erstmal ein bisschen den Arsch retten. So. Hey, nee, nicht. Ein bisschen Gold müssen wir trotzdem noch machen. Stimmt, da hinten gibt es auch noch mal Häuser, die wir bauen können. Und noch besser ist, dich mal abzugraden. Yes. Perfekt. Sehr schön. Ach, die Mauer wäre nicht schlecht, aber wir warten, bis die. Nee, die anfänglichen Baukosten bleiben gleich. Das sind nur die Upgrade-Kosten, werden von Tag zu Tag jetzt reduziert. Und das ist halt nicht schlecht. So, pow. Wie viel Schaden mache ich bei den Viechern? Und wir können sie. Oh, nee, die machen mir tatsächlich Schaden. Die greifen halt an, ne? Uiuiuiui, die greifen. Die tun mir richtig weh. Sehr schön. Nicht schön! Nein! Oh nein! Ihr wilden Bestien! Haha! Alter Falter! Die hauen das Einhäuschen, die fräsen sich durch unser Zuhause durch. Okay. Also es ist jetzt zwar kein RIP, aber ich glaube, das macht keinen Sinn, hier jetzt weiterzumachen, oder? Sehr viel Gold, was wir verlieren. Oh, das Ding verlieren wir auch noch. Hohoho, alter Falter. Wir hätten die Mauer bauen sollen. Oh. Ich glaube, wir starten einfach neu. Das macht keinen Sinn, hier weiterzumachen. Wir haben schon mal den Anfang gefunden. Wir werden schnellstmöglich hier auf die dritte Stufe upgraden und dafür sorgen, dass die Gebäude oder eher gesagt die Türme und Mauern pro Tag um ein Gold günstiger werden. Das ist auf jeden Fall gut. Wir müssen als erstes hier eine Jägerhütte bauen. Das hat sehr gut funktioniert. Zack. Ja. Und euch stellen wir mal schön weit weg. Ich weiß, ihr kommt trotzdem ein bisschen dichter. Aber ihr sollt ja, dass die nicht im Fernkampf kämpfen wollen, ne? Das begreife ich einfach nicht. Was will mir nicht in den Kopf rein? Wir wollen unbedingt in den Nahkampf gehen. Das Gute ist, dass die Gegner dann danach direkt auf mich losgehen, ne? So. Brav. Ihr kommt mit hier rüber. Zack. Wir haben 4 Gold gekriegt. Wir können nur das bauen. Brauchen das. So, und dann geht's ab in die nächste Welle. Ah, die werden so schnell weggesnackt. Na los, komm schon. Sind wenigstens schon mal nicht mehr so viele, dass ich so großartig Angst haben brauche. Ja. 6. Was machen wir mit 6? Mit 6 können wir 2 Türme bauen. Oder einfach für ein bisschen mehr Gold sorgen, ne? Wir müssen. Wir müssen. So. Ihr wollt ja unbedingt in den Nahkampf gehen, ne? Dann stellt euch doch auch mal dahin.
Dann könnt ihr direkt im Nahkampf kämpfen. Au. Oh, die sind aber schnell weggesnackt. Boah, keiner darf auf mich schießen. Zum Glück sind sie extrem langsam. Sehr schön. Komm mal her hier. Drei kriegen kein Gebäude kaputt. Das ist schon mal gut. Außer ein Haus würden die... Ei. Okay. Aber für die Zukunft... Ja. Unser Haupthäuschen kriegen sie nicht kaputt. Zu zweit kriegen sie es nicht hin. Nein, kriegt ihr nicht. Kriegt ihr nicht. Auf keinen Fall. So, der ist down. Du kriegst auch nochmal einen Klaps. Sehr schön. Schnell. Das hier. Das muss sein. Ja, sehr wenig Gold gekriegt. Ah. Ihr geht doch sowieso gleich wieder in den Nahkampf, ne? Ist doch so. Zack. Schon cool. One Hit. Wir müssen quasi nur noch 45 Mal angreifen. Zack. Immer auf die volle Energie. Ja, eine Hütte. Tut mir leid. Nützt nichts. Eine Hütte mussten wir jetzt verlieren. Es hätte auch schlimmer kommen können. Gut. Ui. Ihr kommt jetzt erstmal mit. Stellt euch wieder hier hin. Gibt es hier schon mal 8 Gold, ne? Aber ohne ein Türmchen, ist das Ding schnell weg. Irgendwie läuft diese Runde etwas anders. Also irgendwas stimmt da nicht ganz. Verdammt, ich muss doch auf den Dicken. Genau. Ich muss auf den Dicken gehen. So. So, ich glaube, wir kriegen es hin. Ohne Verluste, meine ich. Ja, es hat gut funktioniert. Das war gut. Jetzt brauchen wir einmal den Nahkampf-Heino hier, der uns das mit sich bringt. Ich glaube, ich baue mir nochmal 2 von denen hin. Und dann haben wir ja noch 4, ne? Da sollten wir schleunigst noch ein paar Holz. Ja, nur 3 gekostet, stimmt. Ja, dann können wir noch die Goldmine bauen. Ja. Definitiv. Sehr schön. Gut. Goldmine check. Ja. So machen wir es. Und euch holen wir dazu, auch wenn wir euch eigentlich nicht brauchen, ne? Ich glaube, wir würden das Ding hier tatsächlich hier ganz alleine halten. Ja, One Hit. Da kann ich ja noch ein Schlückchen Wasser trinken. Okay. So, das war die Welle. Jetzt gibt es ein bisschen Gold.
Ja, das war gut. 29, wenn ich jetzt das hier level, ne? Was kriege ich da? Dann kriege ich das schon jetzt. Aber dann haben wir nur noch 9 und können nur noch 3 Türme bauen, so gesagt. Sollten wir machen. Das jetzt ist quasi ein Tag früher. Wir sind mit allem ein Tag früher. Und dann bauen wir 3 Türme. Ich hoffe, dass das geht so auf, wie ich es mir erhoffe. Also wie ich geplant habe. Noch besser. 2 Türme und eine Mauer. Oder 3 Türme. Einer hier. Und die beiden. Oder 1, 2. Mauer. Nee, 6. Nee, entweder 3 Türme oder ein Turm und Mauer. Mauer kostet 5. Nee, 4, aber trotzdem, wir haben nur 9. Also dieser Turm ist auf jeden Fall Pflicht hier. Die Goldmine wird jetzt einen Tag verlieren, schätze ich. Oder diese Mauer. Nee, wir machen ursprünglicher Plan. 2 Türme. 3 Türme. Und eine Festung. So. So, mit euch versuchen wir mal diesmal wirklich nicht zu sehr auf die Schnauze zu fallen. Sehr schön. Wir bleiben immer schön fleißig außerhalb der Range von denen. So, wir müssen die Armbrustschützen targeten. Sehr schön. Die Armbrustschützen kriegen wir gut. Gut weg. Die Armbrustschützen bitte. Zack. Nicht auf mich. So, die Armbrustschützen. Schießt schön fleißig auf meinen Turm. Ich schieße schön fleißig auf euch. Genau. Scheiß auf den Turm. In diesem Szenario haben wir keinen Malus, wenn ein Turm kaputt geht. Oder zwei oder so. Die haben keine vierründige Wiederaufbauzeit. Ne? Zack. Na los. Mach das Ding doch kaputt, ist mir doch egal. Sehr schön. Goldmine, okay. Aber nicht so viel wie letzte Runde. Wie letztes Mal, ja. Das war gut. 28 Gold. Wir stellen euch hier hin. Wir bauen auf jeden Fall eine Mauer. Die ist hier Pflicht. Dieses Türmchen ist Pflicht. Dieses Türmchen ist Pflicht. Und dieses Türmchen ebenfalls, weil das die Türme sind, die geschützt sind. Dann brauchen wir euch noch. Definitiv. So. Ihr sollt das hier gut verteidigen. Ja. Dann können wir. Was kostet hier die Mauer? 5 und ein Türmchen. Das würde sie zwar nicht lenken. 2 Türme und ein Haus. 2 Türme und ein Haus. So. Versuchen wir unser Glück. Ich hoffe, die Lumpisa, die laufen jetzt anderen Weg oder was wollt ihr mir sagen? Nein, ne? Nicht dein Ernst. Oh, jetzt laufen die komplett verkehrten Weg.
Ihr hättet da lang laufen müssen. Na gut. Gut, die hat's zerrissen. Wie sieht's hier oben aus? Das müsste... Oh, die knabbern sich gut durch, aber ein Gutes hat es. Wir sind noch nicht ganz durch. Da sind immer noch ein paar Türme, wo ich halt Hoffnung habe. Und die Jäger sind halt auch sehr effektiv auf Monster. Das heißt, lasst die sich austoben. Zack. Sehr schön. Ja, lass sie ruhig die Mauern kaputt machen. Wenn die so hohl sind, lass sie. Zack. Sehr schön. Ah, Mist. Das Ding haben wir verloren. Na, okay. Ihr habt nicht aufgepasst. Alles eure Schuld. Ganz allein eure Schuld. So, die Fernkämpfer kommen aus allen Richtungen und Ecken. Wir haben nur 30 Gold. Das Ding werten wir jetzt auf. Dann hält es länger. Hier kriegst du noch ein Türmchen. Dann hält es länger. Die Mauer brauchen wir noch nicht. Aber dieses Türmchen brauchen wir. Kostet 5. Das kostet nur... Ach du Scheiße, wir müssen das alles schon gebaut haben, damit es günstiger wird. Oh. Oh. Dann müssen wir schnell die gesamte Verteidigung zumindest mal auf 1 gebaut haben. Naja, okay. Dann wissen wir Bescheid. Ja. Also sonst sparen wir kein Gold. So, ihr hängt da hinten. Ich hoffe, ihr macht da irgendwas da hinten. Obwohl, hier hinten kommt das eigentlich gut alleine zurecht. Hier sind 5 Türme. Hier sind nochmal 4. Da, oh, nee, hier geht doch. Geht mal ruhig dahin. Geht mal ruhig hier hin. Nehmen wir sogar noch 2 von euch und stellen sie mal sogar hier hin. Ja. Wir alleine sind ja quasi eine Ein-Mann-Armee. Müssen nur das Ding beschützen. Alles andere ist egal. So, kommen sie überhaupt durch? Nein, tun sie nicht. Die greifen zwar ab und zu das Ding mal an, mich nicht mal. Das ist sehr schön. Aber die kommen nicht durch. Sehr schön. Gut. Hauptsache, das Ding ist nicht hops gegangen. Alles andere ist egal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3, 4, 5. Nur 5? Du musst auch 6 bauen. Und du auch bitte. So. Die Mauer brauchen wir noch. Das Türmchen brauchen wir noch. Ja. Ich glaube, jetzt haben wir erstmal alles gebaut. Da kommt jetzt eine kleine Horde, ne? Viele Nahkämpfer, 10 Fernkämpfer. Wir haben... 9. Wir holen uns noch einmal Nahkampfresistenz, oder nicht? Das kostet uns eigentlich zu viel. Welche Welle sind wir? 10. Müssten wir noch einmal machen, dann würde es vielleicht noch funktionieren. Wir brauchen auf jeden Fall Speerkämpfer. Nochmal, wenn möglich. Hier war das doch irgendwo, ne? Ja. Nochmal Speerkämpfer. Nochmal Bogenschützen. Hier. Zack. Das kostet nur noch 2. Gut, wenn es nur noch 1 kostet, dann werten wir es auf. Ich hoffe, die nächste Stufe kostet dann auch
Nur 4 oder so und nicht 15. Habe ich gefragt. Zack, einmal hier hinstellen. Der kostet 4. Wir werten dich noch nicht auf. Wir können mit dem Gold noch ein bisschen wichtig. Ach du Scheiße. Den haben wir noch nicht gebaut. Wir brauchen ein paar Hütten. So. Noch nicht mal alle Hütten aufgebaut. Ich hoffe, ich habe jetzt wenigstens alle Türme aufgebaut. So. Stellt euch mal dahin, genau. Du, du, du. Jo. Wow. Ja, Mann. Bei den Ogern hauen wir richtig eine rein. Das ist richtig gut. Oh, die uns auch. Scheiße. Also entweder hier jetzt RIP oder wir schaffen's. Irgendwas dazwischen wird's nicht geben. Zack. Ein Oger weniger. Ja, ja, ihr geht da gleich rein, ich weiß. Tobt euch da drinnen ruhig aus. Ich habe da kein Problem mit. Aber womit ich ein Problem habe, ist, dass wenn mein Bogenschütze auf den verkehrten Leute angreift. So. Zack. Sehr schön. Ein Oger rausgepickt, der wird gleich vernichtet. Jo. So, zack. Das ist das Schöne an einer Mauer. So, ja, die Dinger können wir machen lassen. Was kommt hier noch? Gar nichts mehr, ne? Ja, ist okay. Dann hat sich das ja erledigt. Clear. Ja. Seht ihr, die Leute kommen nicht hierher. Wenn ich sie jetzt nicht hier in die Nähe führe, dann bleiben sie da einfach stehen. Da, seht ihr? Die halten sich nicht an Absprachen. Nein, ich will das nicht. So, hier mit euch. Hierhin mit euch. So, was kostet die Mauer? Immer noch 8. 7. Die hätte sonst 10 gekostet. 7. Die hätte doch keine 10 gekostet. Kostet 3. Das Türmchen kostet nur noch 1. Jetzt kostet es 15. Ja, verarsche. Verarsche. Aber okay. Wir haben quasi das eine Level, was 5 gekostet hätte, jetzt gespart. Hier Goldmünzen gespart. Für was für einen Preis, ne? 8, und wenn sie zerstört wurden, dann zählt das nicht, oder was? Naja. Schauen wir mal. Schauen wir mal, wie gut das geht. Wie viele Tage haben wir noch? 2. Da holen wir uns mal erstmal alle Häuser. So. Und. Ist da. Alles einmal kurz upgraden. Was ist hiermit? Können wir uns das leisten? 2 Tage. 2 Tage. Komm. Nächster Tag. Ich glaube, übernächsten Tag. Erleben wir nicht, ne? Nächster Tag ist 12. und dann 13. Ha.
Ja, schauen wir mal. Ich glaube nicht, dass wir das kriegen, diesen Bonus. Scheiße. Jetzt haben wir 9 Gold weggeschmissen. So. Zack. Du bist erst Stufe, also erst 4 Gold für dich ausgeben. Na, okay. Ich glaube, man spart nicht so viel Gold. Wir hätten doch auf Schaden gehen sollen. Für uns. Da hätten wir, glaube ich, mehr von gehabt. So, hier drüben sind noch 2 Häuser, genau. Ja, das sind genau die 2 Gold. 1 und 2. Bringt das wenigstens? Nee, das bringt eigentlich nur den Türmen und Verteidigungs. Häusern, ja. Ärgerlich. Aber da können wir jetzt nichts dran ändern. Müssen jetzt da durch. Zack. Pow. Jo. Genau, wir bleiben lieber da. Die werden, glaube ich, gut von denen. Oder werdet ihr? Die tun aber weh. Also mir zumindest tun sie weh. So. Es werden immer mehr. Nicht doch. Das muss am Leben erhalten bleiben. Sehr schön. Pow. Ach ja, das waren ja die mit den Hörnern. Die sind für uns kein One-Hit. Nein. Die nicht. Was kostet die Mauer jetzt? 7, gut. Das bringt doch was. So, eins hier rein. Eins da rein. Hier kostet es 2. Da warten wir noch einen Tag. Das kostet noch 2. Da warten wir noch einen Tag. Das kostet noch 2. Scheiße, ey. Alles kostet noch 2. 14. Ey, wir haben ganze. Ach, herrje. 3, den können wir aufwerten. Den auch. Los. So, was kostet die Mauer? 6. Auch 6? Auch 6. Die müsste doch langsam. Was ist immer noch 2? Ja, die Mauer baue ich, glaube ich, trotzdem auf, ne? Irgendwas muss ich hier machen. Ein Tanktürmchen. Ja, nützt nichts. Ein Tanktürmchen muss dahin. So. Und dann wieder alle Einheiten zusammensammeln, ne? Wie machen wir das? Brauchen wir eine kleine Horde da unten, eine da oben. Wie sieht es eigentlich hier aus mit dem? Der braucht noch 3 Runden. Was ist mit dem hier? 2. Kommen aber trotzdem Gegner raus, ne? Also, wir nehmen euch 4 einmal. Und euch. Hier. Da, genau. Für euch stellen wir mal hier hin. Zu diesem Türmchen. So, da kommen 34 Blebos und 17 harte Hunde raus. 10 Viecher, die sich komplett nur auf mich versteifen werden. Kein Problem. Sollen sie. Wir kümmern uns jetzt einmal um das hier. Doppelt so viele Einheiten. So. Zack.
Ihr werdet hier mit butschern. Zack. Nee, gar nicht. Euch Jäger. Setze ich mal da oben hin. Zum Anti-Jäger-Trupp. Hier. Ja? Ich glaube, das könnte tatsächlich so funktionieren. Euch hier. Schmeißen wir mal hier hin. Dann werdet ihr ein bisschen supportet. Ah, dann stellen wir mal 8 hier hin, ja? So. Da ist noch ein Haus, was wir nicht gebaut haben. Das ist natürlich absolut nicht gut. Bauen wir das mal schnell. Zack und nochmal zack. Ja. So. 10 Gold noch. Das wird jetzt nicht sinnlos für irgendwas ausgegeben, sondern wenn wir nichts Vernünftiges bauen können, dann warten wir noch einen Tag. So. Die Mauer kostet nächsten Tag nur noch 1 Gold. Ja. Die ganzen Dinge auch. Also, ja. Ein Tag warten, 1 Gold sparen. Und hoffen, dass das reicht. Greif mal das Viech an, ja. Das, da sind wir nämlich One-Hit. So, jetzt 2. 3. 4. Fünf. Ei, nein, wir haben schon wieder einen. Nicht gut. Guck mal, bei denen machen sie gar nicht so viel Schaden. Und bei uns. Ui, schnell weg. Los. Zack. Jetzt könnt ihr wieder auf mich gehen, ne? So, der ist down, das ist gut. So, jetzt können wir uns mal den annähern. Jo. Sehr schön, wenn wir die von hinten schön wegsnipern. Sehr gut. Zack, ich hoffe, da oben ist nichts verloren gegangen. Sehr schön. Ja, dann können wir einmal kurz alles holen. Kommt mit, Krawallos. Beschleunigt das mal ein bisschen. Ja, die Digis dürfen uns halt auch nicht treffen. Ja, locken wir ihn mal weg. Sehr schön. Ja, sehr schön. Wow. Ja, du, das ging relativ gut, ne? So, nächste Runde kommt der Boss. Sehr schön. Mal ein paar Dinge mit einem Gold nur aufwerten. Ja, okay, das musste jetzt abgegradet werden. So wie das hier jetzt. Und die Mauer. Definitiv. Ja, das muss jetzt. Wir werden jetzt alles zumindest auf Level 2 bringen müssen. Die Mauer, ja, sonst hätten wir 10 dafür ausgeben müssen. Ist schon in Ordnung. Zack. So, gibt es noch Level 1 Türme? Nein. Gut. Dieser Turm muss ein Defense-Turm werden. Ach, den machen wir auch zum Verteidiger, ne? Der ist, der ist taktisch klüger. Da ist noch einer. Aber wir müssten den eigentlich. Schwere Entscheidung. Wir haben 42.
42. Wenn wir ein 13er aufwerten. Ja. Zu einem Defense-Türmchen. Dann können wir noch ein 13er. Zu einem Defense-Türmchen aufwerten. Sehr schön. Und ich glaube, dann mache ich diesen 16er auch nochmal zum Defense-Türmchen. Dann haben wir hier zwar sehr viele, aber das ist ja auch das Wichtigste, dass einfach nur dieses Ding stehen bleibt. So. Und 16 Gold für nochmal 4 Einheiten. Weiß ich nicht, ob das sich so großartig lohnt. Ah, doch, das hat funktioniert. Gott sei Dank, das ist nochmal durchgekommen. Sehr schön. Verteidigung gegen Nahkämpfer. So, die erste Welle ist hier. Wir können nicht so dicht dran sein. Zack. Ja, alles greift das Missvieh an. Kommt hier bitte hin. Jupp. Ja, da kommt sehr viel Müll kommt da raus. Ja, wenn das Ding. Oh, scheiße. Das ist das Problem. Ah. Der muss halt auch zügig genug platt gemacht werden. Okay, wir machen ihm Schaden. Ja, die fressen sich da gleich durch. Durch die Mauer. Durch alles. Zack. Ja, das heißt, wir müssen ihn schnell. Ja. Geht so. Dann spuckt er nicht so oft. Pau. Kommt schon. Schafft das. Die rechts regenerieren sich schon. Jetzt muss ich eigentlich wieder nach rechts rüber, ne? Jo. Hier irgendwie mehr. So. Oh, das. Ah, scheiße. So, noch 6 Mal, alter Falter. Ich spam jetzt mal die Taste. Alles darauf. 50% mehr Schaden auf das Ziel, was ich targete, ne? Das wäre auch nicht schlecht. Jetzt wäre es echt nicht schlecht. Scheiße. Aber dann hätten wir das nicht, ne? Zack. Die Mauer haben wir nicht abge. RIP. Die Mauer haben wir nicht abgegradet. Oh, aber hier kriegt das Viech deutlich mehr Schaden, dass es nicht so oft spuckt. Na los. Attacke, sehr schön. Na, wohin gehst du jetzt? Sehr cool. Gibt es auch noch ein paar. Oh, scheiße, hier dürfen wir uns nicht einfach so in ihn reinstellen. Ah, vielleicht, ja. Aber da sehe ich meinen Lebensbalken nicht. Ich habe auch gerade keinen. Sehr schön. Wo kommt er jetzt hin? Jetzt geht er hier in die Mitte, ne? Zum Glück haben wir hier viele, viele gute. Kommt schon. Ich könnte das hier nicht ewig aufhalten. Scheiße. Zack. Ey, gut. Gut.
Jetzt hat sich die Armee wieder komplett formiert. Zu einer gemacht. Sehr schön. Kommt schon. Vorletzte Runde. Wir schaffen das. Sehr geil. So, ich muss einmal schnell rüber. Uiuiuiuiui. Ja, ja, greift es von mir aus an. Wir verlieren Truppen dadurch. Ich weiß, das ist mir bewusst. So, einmal noch. Los, lasst mich da durch. Genau, lasst mich da durch. Sehr schön. Kommt hier rein, bitte. Alle. Wichtigster Fight ever. Nein, hört auf. Jungs, ich brauche ein paar Leute hier. Bitte. Supportet auch ein bisschen den König. Kann doch nicht alles alleine machen. Ja, schön. Wir haben es geschafft mit diesem fragilen Bild. Das war hart. Das sage ich euch, Alter, Falter. Was für eine Herausforderung. Neuer Score ist okay. Nicht nochmal versuchen. Das hat zwar Spaß gemacht, aber ich will es nicht nochmal haben. Also, meine Freunde, welche Mission haben wir jetzt erledigt? Wir haben die Mission F freigeschaltet. Sehr schön. In dem Sinne bedanke ich mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Wünsche euch noch einen schönen Tag. Und was wir in der nächsten Folge machen, seht ihr dann, ne? Also bis dahin. Tschüss.